Was? Was? Nein, was? Nein, nein, nein. Was? Wie? Wo zum? Was zum? Wie bin ich hierher gekommen? Was mache ich hier? Was zum? Okay. Ich muss wohl irgendwie ohnmächtig geworden sein. Ach du Schreck. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part, zum ersten Part von Minecraft Arnor. Das ist Minecraft Arnor. Ja, ich habe schon gestern ein kleines Ankündigungsvideo, Part 0, hochgeladen. Ja, los geht's heute mit dem Projekt hier in der Welt von Minecraft. Arnor startet nun auf meinem Kanal. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Dann kann's wohl mal losgehen. Ich bin bereit. Los geht's. Nadine, ich schalte mal kurz in einen anderen Modus, weil diesen Modus kann ich sehr schlecht steuern. Wie wär's denn mit dem hier? Vielleicht haut's das auch erstmal hin. Ich weiß, ihr würdet vielleicht ein bisschen lieber meinen Charakter sehen. So geht's vielleicht auch. Ich muss erstmal die Steuerung ein bisschen kapieren, um zurechtzukommen. Ich habe noch kein Inventar. Ja, ich würde mal sagen, sammeln wir erstmal Inventar und kommen erstmal zurecht. So abbauen tut man mit der Taste hier. Sehr gut. Ein Dreck. Ja, da habe ich aber einen Dreck bekommen. So ein Dreck. Ja, toll. Wie schon gesagt und wie heute schon angespielt, wird das Ganze auch ein bisschen Roleplay-mäßig sein, so wie ich es halt hinkriege. Und ja, heute wird es natürlich ein bisschen wenig Roleplay geben, weil ich muss erstmal reinkommen ins Spiel und deshalb die ersten Parts erstmal relativ wenig Roleplay. Oh, hallo, was bist denn du? So ein kleiner Fratz. Ein Schweinchen hier auf der Wiese. Ich würde mal sagen, dann holen wir den Berg kaputt und holen uns erstmal ein bisschen was an Erde, damit wir uns im Notfall mal ein Dreckhaus, ein Dirthaus bauen können, um zu überleben. Und wenn es Nacht wird, dass wir uns da erstmal reinschmeißen können. Bauen wir den Berg ab. So ungefähr. Oh, ein paar Samen und ein paar Blümchen auch mal auf dem Weg noch gesammelt. Ja, links abbauen, rechts abbauen. Und so weiter. Zacke, zack, zacke, die Duster wird der ganze Berg hier abgebaut. Nein, der ganze Berg. Aber ein Teil davon, damit wir ein bisschen Erde bekommen, ein bisschen Dirt. Zack, zack. Jo, da haben wir schon Gestein, das können wir so nicht abbauen. Wie eine Maschine kämpft der sich durch den Berg der Zwerg. Es reiben sich deshalb stimmt das. So, ich denke, das wird erstmal reichen fürs Erste. Damit können wir uns schon mal ein kleines Häuschen bauen. Dann stürzen wir uns auf die Schafe. Hier müssten irgendwo Schafe rumlauern. Hoffe ich zumindest. Such mal nach denen. Wir brauchen Schafe. Wir brauchen Holz.
Damit können wir uns, soweit ich weiß, Betten bauen. Ein Bettchen brauchen wir, damit wir nachts schlafen können, weil ohne Bett wird die Nacht ziemlich lang. Also auf die Suche nach Schafe begeben. Ein Schwein habe ich schon gefunden. Ich sehe ein Schaf. Du wirst von mir getötet. Tut mir leid, Schaf, aber ich brauche deine Wolle. Schaf. Zap, 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 zap. Ich weiß auch noch nicht, welcher Modus hier der beste ist. Aber in dem Filmmodus hier, ist kein Filmmodus. Ich weiß, wenn man in diesem Avatar-Modus hier das sehen wollt oder ob dieser Modus hier doch der bessere ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. An dieser Stelle. Ein Pferd, das werden wir jetzt noch nicht schlachten. Pferde schlachten wir hier generell nicht. Die können dann später noch nützlich sein. Aber wir brauchen noch zwei andere Schafe. Soweit ich weiß. Und Holz. Holz und Schafe. Schafe und Holz helfen uns, um ein Bett zu bekommen. Jawohl. In einem Loch im Boden, da lebt ein Hobbit. Die Hobbits wollen wir ja nicht stören. Holz. Noch ein bisschen Holz abbauen. Hab, mein Kopf ist im Weg, aber ja, den Baum können wir ein bisschen abbauen. Und wieder typisch Minecraft-Logik. Natürlich schwebt der Baum noch in der Luft. Ja, ist aber jedem mittlerweile bekannt. Irgendwas zischt da. Links und rechts von mir. Wenn das mal keine Spinne ist. Oh wei. Ich will hier keine Spinnen haben. Nein, nein. Kann ich hier gar nicht gebrauchen. Okay, ein bisschen Holz habe ich jetzt schon. Das dürfte vielleicht unter Umständen schon reichen. Dann baue ich das Ding noch ab hier unten. Zack, zack. Ja, in Zukunft könnte ich vielleicht für diese Modi hier mal umschalten, wenn ich hier mal was abbaue. Ja gut, ich bin noch neu in dieser Welt. Verzeiht es mir für die ersten Parts. So. Da kommen komische Geräusche. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich brauche jetzt keine Spinnen, ich brauche Schafe. Schaf suchen, Schaf suchen, Schaf suchen. Blub, blubberdi blub. Geht's gleich runter ins Wasser. Gleich hoch hier wieder. In meinem Kopf. Raus da. Raus aus meinem Kopf. Und weitere. Schwarzes Schaf. Das hilft mir nicht sehr viel weiter. Ich brauche ein weißes Schaf. Ich brauche drei gleichfarbige Wollblöckchen. Dich werde ich noch nicht töten. Ist natürlich blöd. Jetzt haben wir hier ein Schaf vom Spiel geschenkt bekommen, aber es hilft uns natürlich nicht weiter. Oh nein! Den ersten Fallschaden im Spiel. Ja, nice. Schmerz. Auweil. Das klingt gar nicht gut. Hat irgendwas gewählt. Ein schwarzes Schaf. Wenn wir noch ein drittes finden, dann können wir die Latz. Dann komm, dich töte ich jetzt. Dann das andere noch daneben. Vielleicht finden wir sogar ein schwarzes Bett. Na komm. Dich töten. Na komm. Oh nein. Fallschaden. Versuch, Fallschaden zu verhindern. Zack, 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 zack. So, schwarze Wolle. Ich renne da nochmal zurück und hole mir die andere schwarze Wolle. Vielleicht wenn wir noch ein drittes schwarzes Schaf. Dann haben wir hier ein schwarzes Schafbrett.
Nicht Brett, sondern Bett. Oh, ein Squid. Du wirst getötet. Tut mir leid, Schaf. Ich gehe dir an die Wolle. Huhaha, nimm's nicht persönlich. Ist nichts Persönliches. Ich brauche ein Bett. So wenig an Creepern sterben schon im ersten Part. Na komm her, Schaf. Schaf, es wird schon dunkel. Schäfchen. Okay, unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser. Wieso geht denn das Schaf denn unter Wasser? Es ist kein Unterwassertier. Es wird dunkel. Nein. Schäfchen. Komm her. Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle. Ich habe die Wolle verloren. Mist, 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 Mist. Ich habe Holz, aber ich habe keine Wolle. Ich habe nicht genug Wolle. Du bist doch ein Schaf. Du siehst aus wie ein Schaf. Nein, du bist ein Schwein. Im Dunkeln sehen alle Schweine aus wie Schafe. Ein völlig neues Sprichwort, das es nicht gibt. So, dann suche ich mir mal irgendwo ein Plätzchen, wo ich mir ein Dirthaus baue. Vielleicht hilft das ein bisschen gegen Zombies in der Nacht, falls hier welche kommen. Was bist du? Was bist du? Du bist ein Schaf. Komm, stirb, Schaf. Ich brauche deine Wolle. Da habe ich zumindest zweier. Schaf, nicht abhauen. Ich will dir nur Böses. Ich will nur deine Wolle. Ich könnte dich auch scheren, aber ich habe noch keine Schere. Tut mir leid, Schaf. Ich tue es wirklich nicht gerne, aber es ist mein Überlebenskampf, mein Überlebensinstinkt. Na komm. Tu es für mich, Schaf. Und stirb. Na komm. Na komm. Komm. Es ist schon Nacht. Keine Wolle? Oder doch? Doch, zwei Wolle. Da muss ich wohl die Nacht wach bleiben. Ich wollte mir ein Dirthaus bauen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Schäfchen, Schäfchen. Irgendwo muss hier noch ein Schäfchen sein. Verdammt. Oh, da unten labert es. Das ist ein Lavasee. Da gehen wir mal besser nicht hin. Da bleiben wir fern von. Schauen wir mal, was wir hier schon craften können. Holz können wir machen. So, und damit können wir uns jetzt zumindest eine Werkbank machen. Zack, da war eine Werkbank. Bett, Bett, Bett. Eine Werkbank. Okay. Die platzieren wir mal kurz. Ob ich die wieder sehe? Na, die ist ja wirklich platziert. Aber okay. Da ist das Bett. Da gibt es ja schon ganze Rezepte. Muss man einfach nur draufklicken und schon hat man. Ja, eine Wolle brauche ich noch dafür. Das sehe ich. Das weiß ich. So, die Bank wieder abbauen. Joa. Die Nacht überleben heißt es dann wohl jetzt. Oh, das sieht aus wie ein Zombie. Schnell weg hier. Ah, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. So, mach hops. Und weiter. Schäfchen. Du bist ein Skelett. Oh wei, Skelette. Nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Nein, nein, weg. Oh, es schießt nach uns. Nimm die Beine in die Hand und renn. Ein schwarzes Schaf. Hallo, Schaf. Oh, oh Scheiße. Mann, hier bin ich weit runtergefallen. Noch weiterfallen? Oh Mann, Schaltfaden. Schnell fahren, genau.
Fallschaden. Wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Hier unten in einer Höhle gefangen. Das ist nicht sehr gut. Hier sind doch viel mehr Monster als eh schon. Ich nehme eine Erde und baue mich damit hoch, oder was? Das wäre doch eine Option. Soll das das Ende dieses Parts sein? Nein, das Ende dieses Parts vielleicht nicht, aber soll das das Ende der Nacht sein? Jetzt haben wir alle Erde verbraucht, die wir irgendwie haben. Ah, verdammt, gestorben. Wie blöde denn. Zweggy ist zu hart auf den Boden aufgeschlagen. Ja, auf jeden. Dann sind wir wieder im Wald. Ja, die Wolle habe ich jetzt verloren. Und dann also auf ein neues. Schafe suchen. Und neu starten. Ja. Das sind doch super Nachrichten. Ja, ihr seht's. Ich bin nicht der Beste. Ich bin auch ein sehr toller Anfänger. Creeper, 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 Creeper. Oh wei, nein, 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 nein. Allein im Wald bei Nacht. Allein im Wald bei Nacht. Allein, allein, nein, nein, allein, allein im Nachtwald. Oh, Böcke. Kann es bitte mal morgen werden? Ein neuer Tag. Der wäre sehr hilfreich. Oh, Hinweise. Schön, schön. Bin ich ein bisschen klüger geworden. Skelett! Oh wei, oh wei, oh wei, nein. Ah. Mein Arm. Oh wei, mein Arm. Skelette haben mich heute hier schon angegriffen. Oh je, Mini. Es wird Tag, es wird langsam Tag. Der Morgen grauen. Der Morgen graut. Grobe Erde. Eine kleine Information zu Erde. Bruchstein. Joa, können wir unter Umständen auch mal gebrauchen. Na dann, es wird Tag, es wird hell. Ich sehe es schon. Ich im Wald. Okay. Schafe finden, Schafe finden, Schafe finden. Und Betten bauen. Oh wei. Das warst doch nicht du, oder? Das klingt nach einem Zombie. Das klingt nicht nach einem Schwein. Es ist ein Zombie-Schwein. Oh, ein brennender Zombie. Ja, bei Tage. Creeper, Creeper. Uah. Okay. Ich wurde getroffen. Aber nicht zu hart. Es ist Tag geworden. Na denn. Sind wir hier wieder am Ausgangspunkt unserer Reise angekommen, auf der Lichtung. Uaha, nein, nein, nein. Oh, hier nicht reinfallen. Ja, der Zwerg, wieder auf der Lichtung. Wieder bei Null. Na dann. Wir machen uns auf den Weg und suchen Schafe, Hölzer und Erde. Wo finden wir denn Holz als im Wald? Na dann. Holz. Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz. So, so. Na dann. Schafe suchen. Ernten die Erde. Okay, elegant gerettet. Wurden nur Schwierigkeiten. Ich werde mir wirklich erstmal ein Dirt House bauen. Das wird mir wirklich weiterhelfen. Erstmal Bett und Dirt House und Werkbank. Das ist mein Ziel jetzt erstmal fürs Erste, um voranzukommen. Dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht finden wir hier irgendwo Schafe.
Ich denke, auf der Lichtung ist es am wahrscheinlichsten, aber ja. Man kann ja überall mal suchen. Man findet überall irgendwo was. Oh, ein Schaf. Zwei Schafe. Das ist doch das, was ich gesucht habe. So, Stück Kartoffel. Wie gesagt, es tut mir leid, ich brauche nur deine Wolle. Ich würde es dich auch scheren, wenn du mir eine Schere gibst. Schäfchen? Schäfchen Nummer 2. Dich auch noch. So, der Modus ist dafür am besten. Komm. Nicht irgendwo runterspringen, wo ich dich nicht wieder kriege. Scharf. Ich brauche deine Wolle. Man muss nur wollen. Dann kriegt man das auch. Tut mir leid. Ich will dich ja nicht lange sterben lassen. Nicht lange leiden. So, Schaf Nummer 3. Vielleicht finden wir hier noch ein drittes. Schafe kommen ja selten allein. Irgendwo mäht hier noch ein drittes. Weiter, immer weiter suchen. Irgendwann finden wir schon das dritte Schaf, das uns ein Bett ermöglicht. Hast du ein Schaf gesehen? Kuh. Kuh. Kannst du mir mal weiterhelfen? Hast du deinen Freund das Schaf gesehen? Ein klein wenig Ahnung habe ich schon und weiß schon ein bisschen, wie man das steuert und wie man das Gröbste macht. Die Grundlagen beherrsche ich schon ein bisschen. So, scharf. Am besten bevor es Nacht wird. Ich höre ein Mähen. Scharf. Irgendwo ein Schaf. Eine Wüste. Aber Schafe? Schafe in der Wüste, das glaub ich nicht. Schaf. Schafchen mehr einmal. Schaf. Hier geblieben. Schaf. Ich brauch dein Wöllchen. Schaf. Her mit deiner Wolle. Zack. Ja, wir haben Wolle und ein bisschen Fleisch noch. Dann können wir uns ernähren. Ein bisschen Ernährung. Vielleicht das Schaffleisch, was wir bekommen haben vom Schlachten. Weiße Wolle. Eine Werkbank könnten wir uns jetzt mal herstellen. So. Werkbank. So, Werkbank platzieren. Ein Bett. Craften. Nice, wir haben ein Bett. Dann kümmern wir uns als nächstes um unser Haus. Ein kleines Dreckshaus, wo wir übernachten können. Na super, haben wir doch das Ziel erreicht, haben wir uns ein kleines Bettchen besorgt. Und ich sehe schon ein prachtvolles Wüstengebirge am Horizont. Na, ich würde mal sagen, wenn das kein
ein guter Zeitpunkt ist, diesen Part zu beenden. Däumchen nach oben, sollte euch Minecraft Arno gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr in dem Zwingfest verpassen wollt. Part 2 von Minecraft Arno nicht verpassen wollt. Man sieht sich dann im nächsten Part. Habt noch einen angenehm frostigen Abend, Mittag oder Tag. Ja, hier wird es auch bald wieder Abend. Haut rein, man sieht sich. Ciao, ciao.